Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Gothic 3. Und wir waren ja hier stehen geblieben. Ich habe jetzt kurz hier davor abgespeichert, bevor ich jetzt mit denen rede hier. Und wenn es so wäre, schon gut. Du gehörst zu bedauerlicher, doch heute. Wen? Ich muss unbedingt. Doch die Söldner. Ich. Ganz. Ach, entweder durch. Vielleicht. Ich muss nach Ruck. Die Rebellen. Ich habe. Ist das dein Ernst? Was ist das? Vergiss es. In Ordnung. Wie? Lauf los, ich folge dir. Was? Jetzt? Ja, verdammt, lauf. Kurz zur Info, ich habe mir jetzt mal, ich war jetzt bei Belia Tempel, also bei Belia, und Moment, und habe mal meine Lebensenergie um 100 Punkte erhöht, also von 200 auf 300. Habe meine ganzen Lammpunkte weggegeben. Die 25, die ich noch hatte. Verdammte Scheiße, was war das? Lauf los, sagt er. Und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner! Ich fass es nicht! Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was? Jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Müssen die doch auch irgendwo hier die Korndiebe sein, oder? War ja gesagt, Richtung Norden. Weil wir brauchen ja auch noch 5 Weizensäcke. Also ich habe jetzt mal durchgesammelt und 15 brauchen wir. 10 habe ich gefunden auf dem Hof. Den Rest, elendes Drecksvieh. Ja, Kollege, die Felle können wir aber nicht so liegen lassen. Haben wir alle? Ganz wie du. Gut gemacht, elendes Drecksvieh. Alter. Ganz wieder. Alter, warum kämpfe ich hier gegen... Ah!
Da! Oh. Da! Boah. Gut gemacht, elendes Drecksvieh. Na, jetzt nicht, aber... Zu schwer. Aber ich mache mal hier. Nach der zweiten Wolfsgruppe jetzt auf jeden Fall. Innos sei Dank, wir haben es geschafft. Gut, dann entspann dich jetzt. Ich danke dir. Dank ist gut, Belohnung ist besser. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ist das dein Ernst? Am besten erledigst du es selbst. Ein neues Gesicht. Willkommen in Okara. Wir können hier jeden Mann gebrauchen. Du bist Schmied? Schmied, Koch, Schürfer und was weiß ich noch alles. Je weniger Männer wir werden, desto mehr Aufgaben muss ich übernehmen. Ihr braucht noch Leute? Oh ja, und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Kann dir doch egal sein. Ach, wenn das so einfach wäre. Der Bauer Rufus hat eine Nachricht für euch. Sehr schön. Er hat sicher Neuigkeiten aus Montera. Dank dir, dass er heil hier angekommen ist, Freund. Warum nicht? Wo finde ich euren Anführer? Geh runter in die Mine. Er hat dort seine Höhle. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich besorge euch neue Männer. Wenn du freie Männer kennst, die bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bring sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Montera. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Ich brauche Waffen. Ha! Du stehst hier in der größten Waffenschmiede der Rebellen von Mittelland. Ich kann dir sicher was anbieten. Zeig mir deine Waffen. Ja, aber... Degen, Klingenschaden, Schwert, Schaden, na. Ich denke darüber nach. Du
meinen Rat annehmen. So, da hat er schon mal eine Waffenlieferung bekommen hier, der Typ. Da kann ich dann Erzwaffen machen, oder? Ja, zumindest ein bisschen Erz abbauen. Hier steht was über Alchemie. So, wie sieht's denn aus hier mit Heiltränke? Oh, 11 Stück? Ja, nehmen wir. Nehmen wir alles mit. Wenn das nicht rot oder orange leuchtet, dann... Warum weckst du mich? Dreckiger Dieb, dir werde ich da. Helfen! Oh. Da. 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 Scheiße! So war das jetzt nicht geplant.
Ja, aber Erzwaffen sind doch im Prinzip besser. Nur ich kann sie nicht nutzen. Das ist mein Problem. Innos, sei gut. Ich danke. Danke. Das. Hast du nichts zu tun? Als wenn das so einfach wäre. Ein neues Ge- Wir können. Du bist Schmied. Wir brauchen. Oh, und wir. Wofür? Gero. Ist das dein Ernst? Ich bin. Wenn du suchst, ich bin. Hör bloß auf in der Scheiße. Der Ba. Sehr. Dank. Ich. Ha! Ich kann. Als wenn das so einfach wäre. Zeig mir deine. Kann dir doch egal sein. Hör bloß auf mit der Scheiße. Warum nicht? Ich denke drüber nach. Hör bloß auf mit der Scheiße. Möglich ist alles. Klar, warum nicht? Am besten du hältst dich da raus. Du solltest meinen Rat annehmen. Möglich ist alles. Klar, warum nicht? Am besten du erledigst es selbst. Klar, warum nicht? Möglich ist alles. Am besten du erledigst das selbst. Ich denke drüber nach. Ja. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Stör mich nicht! Hier steht was über Alchemie. Da ist nichts mehr zu holen. Oh, diesmal hat's keiner gesehen. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Ja. Man sagt, er sei vielversprechend. Hm, Sie haben nicht übertrieben. Du hast dir das Sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben.
Was ist mit deinen Männern passiert? Montira hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengar zu finden. Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs, wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Erzähl mir mehr über Gotha. Gotha liegt im Osten, zwischen Faring und Montera. Einst war sie der Hauptsitz der Paladine des Landes, bis sie von den Orks überrannt wurde. Heute wandelt der Tod durch die Straßen von Gotha. Die Schamanen der Orks haben die Stadt mit einem schrecklichen Fluch belegt. Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen, jetzt? Ich habe sie nach Gotha geschickt. Ich glaube, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Was für ein Fluch lastet auf Gotha? Die Schlacht um Gotha verlief anfänglich zu unseren Gunsten, bis die Ork-Schamanen diesen elenden Dämon beschworen. Dieser Ausgeburt der Hölle fegte durch die Straßen von Gotha. Jeden aufrechten Mann verwandelte diese Scheusal in eine seelenlose Kreatur. Es war, als bräche die Hölle über uns herein. Uns blieb nur noch die Flucht. Gotha ist für uns verloren. Für immer. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Dazu bist du noch nicht bereit. Dazu bist du noch nicht bereit. Echt jetzt so? Zeige mir den Umgang mit der schweren Armbrust. Fasse die Armbrust am Schaft an. Um ruhig zielen zu können, drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Das ist alles. Dazu bist du noch nicht bereit. Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König. Um den Orks nicht in die Hände zu fallen, hat er sich in der Burg der Hauptstadt Vengard verschanzt. Ich weiß nicht, was Roba vorhat. Wir brauchen einen Teleportstein aus Gotha, um es herauszufinden. Der Stein führt direkt in die Hauptstadt des Königs. Ich kümmere mich um Gotha. Sei nicht töricht. Der Dämon ist sicher immer noch da. Komm ihm besser nicht zu nah. Warum habt ihr Montera nie angegriffen? Ich fürchte, wir haben einfach zu lange auf den richtigen Moment gewartet. Ja. Na gut. Das haben wir gelesen. Ich hätte gerne magisches Erz oder sowas. So magische Erzwaffen schmieden. Das wäre halt cool.
besten, du erledigst das selbst. Ja. Dann hätten wir das hier. Erledigt, dann hätten wir hier schon auf jeden Fall mit den Leuten geredet. Unten steht ein Oger. Oh, 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 oh. So, da ist Monterra, da ist die Stadt. Da ist der Hof, da ist ein Hase. Oh!
Da! 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 Ich reiß dir den Kopf ab. Boom. So, mal leicht die Leute gegeneinander ausgespielt. Also viele dürften jetzt nicht mehr in den Lager sein. 1, 2. Bleib stehen!
Okay, dann haben wir das schon mal. Dann können wir hier die 24 erstmal wegmachen. Und gleich erstmal ein bisschen was schnabulieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.